Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Ingo von Roast Travels und in diesem Video werden wir gemeinsam eine Röstung durchführen auf dem Café Logic Nano 7e. Dieses Video ist vor allem gedacht für Leute, die das Gerät neu haben, als Anleitung, wie es funktioniert. Aber es ist sicherlich auch spannend für dich, wenn du dich für das Gerät interessierst und vorher schon mal wissen möchtest, wie das dann eigentlich aussehen wird. Dieses Video ist ein Video einer Serie von drei Videos. Im ersten Video ging es darum, wie ist das Gerät aufgebaut, wie funktioniert es. Ich habe auch durchs Menü durchgeführt. Schau dir das Video auch gerne an, wenn du gerade mit dem Gerät gestartet hast. In diesem Video, wie gesagt, werden wir mit dem Gerät rösten. Und dann gibt es noch ein drittes Video, da gehe ich dann detaillierter auf die Café Logic Studio Software ein, damit du da ein Verständnis dafür kriegen kannst. In jedem Fall kann ich dir empfehlen, unserem Kanal auch zu folgen, den zu abonnieren, denn wir werden zum Café Logic, aber auch zu den anderen Geräten sowie zum Rösten insgesamt regelmäßig Videos hochladen. Also abonniere den Kanal am besten gleich, damit du nichts verpasst. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Rösten mit dem Café Logic Nano 7 ist wirklich super einfach. Das Einzige, was du brauchst, ist ein Röstprofil. Du musst entscheiden, wie hell oder dunkel du den Kaffee haben möchtest und dann macht das Gerät alles für dich. Das ist auch der Grund, warum ich sage, dass Gerät eignet sich wirklich für Einsteiger oder auch Leute, die sich nicht zu sehr damit auseinandersetzen möchten, weil Café Logic liefert schon 12 Röstprofile mit, die wirklich sehr gut sind. Du musst nur noch wissen, wie du das richtig auswählst, das wirst du in diesem Video lernen. Du musst für dich entscheiden, wie hell oder dunkel du den Kaffee möchtest und dann ist alles super einfach. Das Gerät ist aber auch so konzipiert oder die ganze Philosophie von Café Logic, dass du die Möglichkeit hast, in der Café Logic Studio Software wirklich auf alles Einfluss zu nehmen. Das heißt, wenn du tiefer dich reingeben möchtest, ist es auch ein Gerät, mit welchem du experimentieren und spielen möchtest. Du kannst dann in der Software wirklich auf alles Einfluss nehmen, auf die Leistung des Heizelements, auf die Leistung des Lüfters, auf den Bohnentemperaturverlauf, auf noch ganz viele weiteren Faktoren. Du kannst das machen, wenn du willst. Café Logic gibt dir die Möglichkeit, alles einzustellen. Du musst es aber nicht. Und zwischen diesen beiden Extremen, zwischen einfach das nehmen, was mitgeliefert wird, oder komplett ein Profil entwickeln, gibt es auch noch eine Bandbreite. Und zwar ist das so, diese Röstprofile, das sind einfach ganz normale Computerfiles. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch mit Freunden einfach Files austauschen. Wenn du weißt, jemand kann gut auf diesem Gerät rösten, kann er dir einfach per E-Mail dieses File senden. Oder es gibt natürlich auch Foren, es gibt von Café Logic Foren, es gibt das Kaffeenetz, es gibt ja verschiedene Kaffeeforen. Da kannst du ganz einfach dann auch Files hochladen, runterladen und auf dem Gerät direkt anwenden. In diesem Video werden wir eines der Profile verwenden, die direkt mitgeliefert werden, weil das ist auch das, was ich dir zu Beginn auf jeden Fall empfehle. Diese Profile wurden von professionellen Röstern entwickelt, vor allem Wayne Burrows in Neuseeland, welcher auch ein Barista-Champion ist, ein sehr guter Röster, der hat hier wirklich tolle Profile dafür entwickelt. Du siehst jetzt hier mal ein Beispiel für ein Röstprofil, damit du dir einfach ein bisschen vorstellen kannst, was das eigentlich bedeutet. Und zwar siehst du hier in der Grafik eine Temperaturachse, eine Zeitachse und dann hast du hier dunkelblau den Temperaturverlauf über die Zeit hin. Und das ist eigentlich das, was du vorbereitest als Röstprofil, was du eingibst. Und der Röster versucht dann hier direkt mit dieser PID-Steuerung diesen Temperaturverlauf sich nachzuarbeiten. Das Zweite, was du einstellen kannst, ist dann den Ventilator, genau die gleiche Zeitachse hier. Und hier sind es dann einfach nicht Grad Celsius, sondern Umdrehungen pro Minute mal 10. Und das siehst du dann eigentlich, wie dieser Verlauf ist vom Ventilator, den kannst du anpassen, damit du alles in der Übersicht siehst, kannst du es dann auch noch hier mit einblenden und dann hast du eigentlich eine Vorstellung davon, was dieses Röstprofil darstellt. Kannst hier dann auch noch sehen, das ist die Rate of Rise, das ist ein bisschen für vorgeschnittene Röster, die wissen, was die Rate of Rise ist, die ist hier noch in grün dargestellt. Aber auf diese ganzen Profile, wie man die entwickelt, wie man das liest, wie man an diesen arbeitet, gehen wir in einem separaten Video ein. Alles, was du machen musst, um einen guten Kaffee zu rösten, ist, du nimmst einen guten Rohkaffee. In dem Fall verwenden wir beispielsweise einen SR28 aus Kenia. Du wiegst ab, wie viel du brauchst. In dem Fall nehmen wir 100 Gramm Kaffee. Du füllst den Kaffee
in das Gerät rein. Dann setze den Schaffkollektor auf das Gerät, schalte das Gerät ein und jetzt gehen wir zusammen ins Menü, um zu schauen, wie wir den Röster starten. Wenn wir jetzt uns das Display des Rösters anschauen, dann werde ich direkt in die Einstellungen zur Röstung gehen. Wenn du mehr wissen willst über die verschiedenen Menüschritte und so weiter, dann schau dir das andere Video an, das Startervideo, wo ich auch nochmals detailliert durch dieses Menü und durch das Display gehe. Jetzt gehen wir wirklich direkt in die Röstprofile rein. Und zwar gibt es hier zwei Schritte für dich, die du nehmen musst. Das eine ist die Wahl des richtigen Röstprofils und das andere ist dann die Wahl der richtigen Farbe. Wenn du den Röster erhältst und den USB-Stick nicht drin hast, dann hat es ein generisches Röstprofil drauf. Das ist das K-Logic, also Kaffee Logic Classic Profil, welches du gerne auch mal ausprobieren kannst. Das Team hat aber mehrere Röstprofile für dich entwickelt und da gehen wir jetzt mal durch. Du hast ja hier den vierten Knopf, das ist der Profilknopf, den du drücken kannst und dann kannst du durch die verschiedenen Profile gehen. Du siehst, es hat jetzt 8 Profile, die mit solchen Zahlen, also wie beispielsweise hier 0 bis 1200 Metern beginnen. Diese 0 bis 1200 Meter, das ist die Höhe über Meer, auf der der Kaffee gewachsen ist. Wenn du andere Videos, zum Beispiel die Röstgrundlagen oder auch Videos zu den verschiedenen Anbauhöhen anschaust von mir auf diesem Kanal, dann wirst du sehen, die Kaffees, je nachdem wie hoch sie gewachsen sind, haben sie unterschiedliche Dichten und je nachdem wie die Dichte einer Bohne ist, verändert sich das Röstprofil ein bisschen und so sind diese Röstprofile ausgelegt. Das heißt, du schaust dir an bei deinem Rohbohnenlieferant, auf welcher Höhe die Bohnen gewachsen sind. Die meisten geben das an, du findest das bei uns zum Beispiel auch bei jeder Bohne beschrieben. Und wählst dann mal eines dieser Profile auf der entsprechenden Höhe gewachsen sind. Also beispielsweise, wenn du einen Kaffee hast, der auf 800 Meter über Meer gewachsen ist, dann hast du hier mit 0 bis 1200 Meter schon mal eine gute Wahl. Und da hast du bei diesen Röstprofilen immer jeweils zwei zur Auswahl. Eines, da steht REST und eines, da steht RTD. RTD heißt Ready to Drink. Und zwar ist es so, dass bei diesem Gerät durch die Art und Weise der Röstung es tatsächlich möglich ist, Röstungen zu entwickeln, die direkt nach dem Rösten getrunken werden können. Ich empfehle dir, das wirklich auch mal auszuprobieren. Ich war auch überrascht, wie gut das funktioniert. Also das heißt, bei jeder Anbauhöhe hat es dann zwei Profile zur Auswahl. Das REST-Profil ist eigentlich ein klassisches Röstprofil, welches dann erst 3 bis 5 Tage mal ausgegast werden muss und dann getrunken werden kann. Und dann hat es dieses Ready-to-Drink-Profil, welches so ausgelegt ist, dass es direkt nach der Röstung getrunken werden kann, das dann aber eigentlich die Lagerungszeit, das verliert dann nach einigen Tagen sehr schnell dann an Geschmack. Das heißt, das sind Profile, die wirklich dann unmittelbar in den ersten paar Tagen nach der Röstung getrunken werden sollten. Was dir zum Beispiel hilft, wenn du keinen Kaffee mehr zu Hause hast oder wenn du auch ein bisschen flexibler und spontaner dann eigentlich rösten möchtest. Also das heißt, erstens mal die Anbauhöhe, dann die Wahl zwischen REST, was du in den meisten Fällen wahrscheinlich tun wirst, oder Ready to Drink. Also das ist für 0 bis 1200 Meter über Meer, 1200 bis 1500 Meter über Meer, REST Ready to Drink, 1500 bis 2000 Meter über Meer, REST Ready to Drink. Und dann alles, was höher gelegen ist, 2000 Meter und höher, REST und Ready to Drink. Wenn du dann die Profile anschauen würdest im Kaffee Logic Studio, würdest du sehen, dass es bei jedem Profil so einen Punkt gibt, einen Farbgrad, wo das Kaffee Logic Team eigentlich dann die optimale Röstung sieht. Also das könnte zum Beispiel jetzt 3,3 sein. Das ist so die empfehlenswerte Farbe für das eine Profil. Das kannst du nachschauen in Roast im Kaffee Logic Studio. Du siehst es jetzt hier schön in der Software, beispielsweise anhand von diesem Röstprofil hier. Das ist der Recommended Level 3,3. Bei diesem Röstprofil ist also der oder die, der das Profil entwickelt hat, der Meinung, bei 3,3 ist das Profil perfekt. Wenn du jetzt beispielsweise hier auf den USB-Stick klickst und dann hier zu den Core Profiles gehst, du musst hier auf die Profile anschauen, die du auf dem Stick hast, kannst du hier Expand Descriptions zum Beispiel klicken.
Und dann siehst du jetzt die verschiedenen Profile, also hier zum Beispiel das 0 bis 1200 Meter REST-Profil. Dann siehst du eine Beschreibung des Profils und hier Default Roast for a Medium Roast Profile recommended 3,3, Medium Light Roast 2,2, Dark Roast 5,5. Also das heißt, das ist jetzt ein Profil, was man dann so über die ganze Bandbreite zum Beispiel spielen kann. Und so haben die hier noch einen Kommentar zu jedem Röstprofil reingetan, dass du dann siehst, was jetzt hier von den Entwicklern eigentlich die Empfehlung wäre. In der Regel, wenn du dich in dem Raum bewegst, nicht so weit davon hell röstest und nicht so weit davon dunkel röstest, wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit einen Kaffee erhalten, der einfach schon mal wirklich sehr gut schmeckt. Wenn du aber dann in die Extreme gehst, dass es sehr hell oder sehr dunkel röstest, haben sie noch ein paar spezifische Profile beigelegt. Beispielsweise hier ein Cupping-Profil, das ist ein Profil, welches wirklich dann eher für noch hellere Röstungen ausgelegt ist. Beim Cupping oder Qualitätskontrolle röstet man die Kaffees in der Regel recht hell. Decaf für koffeinfreie Kaffees, weil die von der Struktur einfach auch nochmals anders sind. Robusta, weil Robusta sich ein bisschen anders rösten als Arabicas, hast du ein spezifisches Robusta-Profil. Und dann ein Super Dark-Profil, also wenn du wirklich sehr dunkle Röstungen röstest, würde ich dir empfehlen, auch mal auf dieses Profil zurückzugreifen und das Super Dark-Profil auszuprobieren. Jetzt in meinem Fall bei der Röstung haben wir ja 100 Gramm von einem kenianischen Kaffee reingetan. Der ist auf etwa 1500 Meter über Meer gewachsen. Das heißt, ich gehe jetzt hier durch zum Profil 1500 Meter über Meer. Jetzt könnte ich das oder das nächste wählen. Ich nehme jetzt dieses 1500 bis 2000 Meter über Meer, weil es ein bisschen höher als 1500 Meter ist, wo der Kaffee angebaut wurde. Ich nehme dieses REST-Profil. Und jetzt klicke ich auf den mittleren Knopf und habe damit das Profil auf den Röster geladen. Wenn ich wollte, müsste ich jetzt auch nicht mehr mit dem USB-Stick arbeiten. Wenn ich nur mit diesem Profil arbeite, kann ich auch das immer wieder wiederholen ohne USB-Stick. Wenn ich aber Profile wechseln möchte, dann muss ich den USB-Stick mit den Profilen drin lassen. Der zweite Schritt, den man jetzt noch tätigen muss, ist die Wahl der Farbe. Und das kann man jetzt, wenn man hier in dieser Anzeige ist, einfach mit dem Plus und Minus machen. Also da kann man ganz einfach dann die Farbe auswählen. Und du siehst, es beginnt bei 0,1. Das ist eine sehr, sehr, sehr helle Röstung. Also alles, was eine 0 davor hat, das sind wirklich sehr helle Röstungen, die eigentlich noch vor oder bis zum Beginn des First Cracks geröstet werden. Dann alles, was eine 1 davor hat, das sind Röstungen, die irgendwo im Bereich vom First Crack sind. Also ich habe Cupping-Profile auch schon auf 1,9 geröstet und das ist aber wirklich dann noch, da sind sie teilweise noch etwas unterentwickelt. Also das ist wirklich so mitten im First Crack, das sind wirklich noch sehr helle Röstungen. Dann alles, was eine 2 davor hat, sind Röstungen, die an sich nach dem First Crack die eigentlich nach dem First Crack sind. Also das sind helle, das sind City-Röstungen, die so zum Ende des First Cracks beginnen. Alles, was dann eine 3 davor hat, sind schon etwas dunklere Röstungen. Also das geht dann so bis zu Beginn von Second Crack. Das sind dann so Full City-Röstgrade, die zum Beispiel für einen helleren Espresso sich sehr eignen. Also das sind so balancierte Röstprofile, je näher du ans 4 gehst, da haben die relativ viel Süße, relativ viel, sind noch vollmundig, haben schon die Säure ein bisschen abgebaut, also das sind so typisch so eher helle Espresso-Profile. Wenn es dann eine 4 davor hat, bist du eigentlich in Röstprofilen, wo du dann im Second Crack startest, also 4 ist ungefähr so im Second Crack drin, das heißt, das sind dann wirklich so relativ klassische Espresso-Profile. Alles, was ein 4 davor hat, also dieses italienische Espresso bei 4,9 ist schon wieder recht dunkel. Und alles, was dann eine 5 davor hat, sind dann wirklich sehr dunkle Röstungen. Das sind dann so diese French, diese spanischen, diese Vienna-Röstungen, also die sehr dunklen Röstgrade.
wo du dir dann auch mal, wo du sicher mal ausprobieren kannst, aber das sind diese Bohlen, die dann schon auch sehr ölig werden. Und 5,9 ist dann schon extrem dunkel. Das heißt, wir wählen uns jetzt hier für diesen kenianischen Kaffee einen eher etwas helleren Röstgrad. Wir gehen so in eine City-Röstung und sagen wir mal, ja, wir nehmen hier ungefähr 2,9 als Röstgrad. Und damit hast du schon alles gemacht, was du machen musst. Du kannst jetzt auf den Play-Knopf drücken, dann wird die Röstung gestartet. Dann lässt du die Röstung laufen, der Kaffee röstet sich, er kühlt sich ab und nach der Röstung kannst du den Kaffee verkosten und kannst dann für die nächste Röstung entscheiden, ob du den Kaffee so perfekt findest oder ihn ein bisschen heller oder dunkler das nächste Mal rösten möchtest. So funktioniert das beim Kaffee Logic. Also wie gesagt, wir haben das Röstprofil, die Farbe ausgewählt und jetzt drücken wir auf Play. Und jetzt geht die Röstung von alleine. Wenn du dir jetzt die Röstung anschaust, siehst du hier links die Zeit, die jetzt vergangen ist, also 1 Minute 47. Du siehst hier immer noch den Röstgrad 2,9. Du siehst dieses kleine Sternchen hier, das heißt, der Röster ist am Rösten. Also da gibt es zwei Zeichen. Eins siehst du, wenn der Röster am Rösten ist. Eins siehst du, wenn sich der Röster am Abkühlen ist. 145,3, das ist die Temperatur, die jetzt gemessen wird. Hier siehst du das gewählte Röstprofil. Und dieses kleine Zeichen hier heißt, der USB-Stick ist eingesteckt und die Röstung wird gespeichert auf dem USB-Stick. Und jetzt kannst du hier im Menü beispielsweise auf dieses Live-Data gehen. Und wenn du dieses Live-Data dir anschaust, dann siehst du oben die gleichen Informationen wie vorher. Unten siehst du jetzt die Leistung, mit der das Heizelement arbeitet. Das arbeitet jetzt mit 1211 Watt, ist also schon ziemlich auf der maximalen Leistung. Die maximale Leistung wird ungefähr bei 1400 Watt sein, was der Röster bringt. Aber um dieses Röstprofil nachzufahren, arbeitet er jetzt mit 1220 Watt. Hier siehst du also immer die Leistung des Heizelements. Hier hinten siehst du, mit wie viel Umdrehungen pro Minute der Lüfter läuft. Das ist eigentlich, wie stark der Lüfter arbeitet. 14.480 ungefähr Umdrehungen pro Minute hat der Lüfter. Das sind Sachen, die du eigentlich, wenn du jetzt einfach normal röstest, nicht unbedingt wissen musst. Aber wenn es dich interessiert und du sehr interessiert bist an der Technik, am Röstverlauf, kannst du das hier schon mal mitverfolgen. Und dann da hinten die letzte Zahl. Das ist dann die Rate of Rise. Also die Rate of Rise, das ist ja die Temperaturveränderung pro Minute. Das heißt, jetzt ist es beispielsweise so, dass die Temperatur, wenn die Rate of Rise bei 16,6 ist, heißt es, innerhalb von einer Minute wird die Temperatur ungefähr 16 Grad zunehmen. Was du jetzt hörst, ist der First Crack. Und wenn du den First Crack hörst, kannst du den markieren, indem du nochmals hier drauf drückst und dann auf diesen Knopf hier Now to Lock First Crack. Was du jetzt siehst, da wir den First Crack markiert haben, ist eine zweite Zeit hier unten. Also diese 50 Sekunden, das ist die Zeit seit dem Beginn des First Cracks. Also oben ist die Gesamtzeit der Röstung, unten seit Beginn des First Cracks. Diese 13,3%, das ist die Roast Development Time Percentage, also das heißt die Zeit von First Crack bis jetzt im Verhältnis zur Gesamtzeit der Röstung. Und hier hinten siehst du den Temperaturanstieg, seit wir den First Crack markiert haben. Also 6 Grad ungefähr ist die Temperatur jetzt höher als zu dem Zeitpunkt, wo wir First Crack markiert haben. Jetzt hat der Röster das Level erreicht, bis zu welchem er rösten möchte und hat sich automatisch in den Kühlmodus eingestellt. Du hörst, der Röster ist jetzt ein klein bisschen lauter, weil er jetzt mit voller Leistung kühle Luft in die Röstmaschine reinpumpt. Und die Kühlung dauert seit 25 Sekunden.
Dieses Zeichen hier bedeutet, dass der Röster am Kühlen ist und hier ist auch wieder die aktuelle Temperatur. Wenn wir jetzt in Live-Data gehen, siehst du, das Heizelement ist ausgeschaltet, das läuft mit 0 Watt und der Lüfter läuft mit 15.000 Umdrehungen pro Minute. Nach ungefähr 4 Minuten Kühlung ist die Kühlung abgeschlossen, die Bohnen sind jetzt bereit. Du siehst hier, die Röstung hat 9 Minuten 08 gedauert, die Kühlung 3 Minuten 50. Wir haben auf Roast Level 2,9 geröstet, also 221 Grad haben wir erreicht. Jetzt ist es cool und fertig. Jetzt, wo die Röstung fertig ist, nehmen wir den Chaff Collector weg. Da musst du aufpassen, der ist nach der Röstung sehr heiß. Jetzt hat er sich schon ein bisschen abgekühlt. Wenn du direkt nach der Röstung den wegnehmen willst, dann nimm zum Beispiel einen hitzeresistenten Handschuh. Also nimmst den Chaff Collector weg. Dann nimmst du das Gerät in beide Hände und kannst die Bohnen ausschütten. Und das ist, jetzt haben wir einen sehr schönen, relativ hellen kenianischen Kaffee geröstet. Zu guter Letzt kannst du noch den Chaff Collector leeren, damit der wieder leer und sauber ist für die nächste Röstung. Das ist schon alles. So einfach funktioniert das Rösten mit diesem Gerät. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn du mehr über den Café Logic Nano 7 wissen möchtest, dann schau dir gerne auch die anderen Videos an. Schau, dass du den Kanal abonnierst, denn ich werde regelmäßig Videos zu diesem Gerät, aber auch allgemein zum Rösten hochladen. Ich habe ein paar interessante Interviews, die bald kommen werden. Und wenn du noch Fragen hast zum Gerät, dann schreib es entweder unten in die Kommentare oder schreib mir ein E-Mail oder ein WhatsApp. Du findest meinen Kontakt unter roasttravels.com.